So, hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park, The Stick of Truth, euer Xolus hier. Wir spielen jetzt mal ein bisschen weiter. In der letzten Episode haben wir, sind wir ins South Park eingezogen, haben ein paar Freunde kennengelernt und, was habe ich, jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Weiß der Geier was? Aha, da haben wir unsere Quest. Hier ist irgendwas, okay. Aber ich glaube, ich war hier noch gar nicht fertig. So. Inventar. Fähigkeiten. Oh, wir haben eine neue Fähigkeit. Setzt einen geheimen Judenkampf kurz ein, um dein Ziel mit einem betäubenden Schlag zu treffen. Juden-Jitsu. So, guck mal hier. Du nimmst viel weniger Schaden. Okay, Magie können wir noch nichts. Unsere Quest. Der Timmy Express schalte alle Schnellreiseflaggen um South Park frei. Zu den Waffen. Suche Craig. Gehe zu Token, finde Tweak. Okay, hier haben wir die Karte. Sammelobjekte, da haben wir unsere Freunde, Chin-Pokémon, da müssen wir bestimmt auch irgendwas suchen. Ich möchte die Ausrüstung, nee, über die Ausrüstung denke ich noch gar nicht nach. So, Cartmans Garagenschlüssel und unsere Gruppe ist Butters. Butters begleitet uns. Gucken wir uns hier noch ein bisschen um, der Stick ist natürlich weg. Was haben wir denn hier? Geld, Tempotrank, Fetzen eines zerrissenen Mantels, okay. Ansonsten haben wir hier nichts. Dann können wir hier erstmal rausgehen. So, und räumen mal seine Küche leer. So, hallo Mrs. Cartman. Also, hier habe ich eine Fertigkeitskonsole. Markiere die Fertigkeit für den Punkt, den du verwenden willst. Aufwertung verfügbar. Ja, machen wir doch das hier, ne? Kaufen. Ah, guck mal da. Erhöht den Schaden deiner Schleuder. Jetzt habe ich es verstanden. So, gucken wir uns noch ein bisschen um hier, wenn wir schon mal bei Cartman zu Hause sind. Ja, habe ich den kaputt gemacht hier. Oh, bei Cartman alles zu Klump. Ja, Cartmans Zimmer, sehr schön. Ach, guck mal, Urzeitkrebschen. Ih, der hat ja schon Pilze hier in dem Ding drin. So, Geld, Gesundheit, super Funtime, Eintrittskarte. Ja, nehmen wir alles. Da singt da irgendwas. Lebendiges Bild in der Revival. Ach, ist das lustig. So, ach, guck mal. Polly Poops Püppchen. So, Stärketrank, Telefon für Telefonstreiche. Alles mitnehmen. So, ja, okay. So sieht's also bei ihm im Schrank aus. Können wir aber nichts rausnehmen. Aber ich glaube, da hat... Gibt's denn noch? Du hast eine neue Freundin, Mrs. Cartman. Klick auf Gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Maid im ganzen Land bin. Scott Malkinson und 14 anderen gefällt das. Also wirklich, Prinzessin Kenny, du musst das nicht ständig posten. Gut. Ja. Lass mal Radio einfach mal an. So, was haben wir hier? Ah, das Zimmer von Mrs. Cartman. Unterhose, Geld, schwarzer Donner-Dildo, lila Leidenschaft, Hase-Dildo. Ja, nehmen wir doch mal alles mit. Das ist ja extrem lustig. Um Himmels Willen, hier haben wir... Ach du Scheiße. Da ist ja, da liegt ja noch ein Dildo. Was ist denn hier los? Purpurne Farbe, Antonio Banderas Liebespuppe, der Milchmann-Dildo, Crackpfeife, langweilige Perücke. Nehmen wir alles mit. Lässt sich, glaube ich, alles verkaufen. So, und hier haben wir noch das Badezimmer. Päckchen mit Urzeitkrebsen, Geld und Schamhaare. Nehmen wir alles mit. AIDS, Shiroki-Tampon, eieiei. So, nehmen wir alles mit, können wir verkaufen. Achso, ne, hier geht's raus. So, scheint ja keinen zu stören, dass wir hier durchs ganze Haus rumlaufen. Ach, da sitzt er da. Eric certainly has a lot of little playmates. He's such a friendly boy. Ja, er ist wirklich sehr nett, der Carmen.
So, aber wir haben auch Cartmans Garagenschlüssel. Gucken wir doch direkt mal hier rein. Aha, kann man einsammeln. So, weiter geht's. Scotch Garagenschlüssel. Ah, ist ein Kind. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladin seeks justice for all races. Zu rotschöpfig. Okay, komm, suchen wir mal Butters. Behold, the residence of Butters the Merciful. Ja, machen wir alles leer. Hallo Frau Butters. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. So, die Kacke, die gepinkelt hat. Ja, nehmen wir direkt mal mit. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. So, Vorteil 7 Freunde verfügbar. Habe ich da jetzt einen Vorteil? So. Ja, guck mal, langweilige Perücke, Doppelkinn. Was können wir benutzen? So, da haben wir jetzt irgendwie Vorteile. Vorteile 1, nächster Bonuspunkt in 5. So, was haben wir denn hier? Du nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Perfektioniere die Kunst des Verhöhens und wirke zusätzlich Schaden bei wütenden Feinden. So, wir sind ein Nahkämpfer. Mit Nahkampf fügen zusätzlich Schaden zu, nehmen wir den. Ja. Sehr schön. Quests sind immer noch die gleichen. Ich habe 3 neue Freunde. Fick dich, Neuer. Alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen. Das schwöre ich. Okay. Da haben wir auch schon einen Feind. Schamhaare, überall liegen Schamhaare rum hier. Schon ein bisschen eklig. So, war alles kaputt hier. So, jetzt können wir sicher noch hier hoch. Butters Zimmer. Ja, dass das alles ordentlich aussieht, war mir klar. Aber hier räumen wir natürlich auch alles leer, können wir alles verkaufen. Sterngeld, hawaiianischer Ausweis, Rosinenmädchenbild. Schlüssel zur Chaoshöhle. Ah ja, okay, nee, ich werde bekloppt. Komm, hier ist glaube ich wieder ein Chimp-Pokémon. Peng. Jetzt müssen wir nur noch die Chaoshöhle finden. So. Mal hallo Belohnungskarte. Ich denke, das können wir alles verkaufen. So, Garagenschlüssel, sehr schön. Geld. Okama Gamesphere. Lampe, die wir kaputt hauen können. So, dann haben wir, glaube ich, hier alles durch. Jetzt müssen wir noch die Garage. Ja, man kann hier viel entdecken. Jetzt wollen wir den Garagenschlüssel haben. So. Guck mal da, da haben wir hier. Hoppala. Geld, Tempotrank, Pony. Druidenhandschuhe, verrücktes Actionrad. Wir müssen uns wieder auf die Quest begeben. Ja, bleib mal ganz ruhig. So, wie kommen wir denn da oben dran? Ja, muss ich mal herausfinden noch. So, ich gehe mal kurz noch bei mir rein. Weil ich glaube, die DLCs, so viel wie ich gelesen habe, kann man. Ja. Oh, look, you've made friends. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Ja, dafür werde ich schwer erziehbar und schlage euch die Möbel kaputt. So, ich glaube, jetzt können wir nämlich bei uns in der Kiste ein bisschen was aussuchen. Ausrüstung. Okay, was? Feinheiten. Ah, ja, jetzt können wir nämlich hier ein bisschen was aussuchen. Ja, Zauberkapuze, Zauberrobe, Paladin, Samurai, Astronauten, Superheldenmaske. Ja, Superheld oder Astronaut, wir sind ja eher im Mittelalter. Da nehmen wir Paladin Helm. Zauberer. Elfischen Waldläufer. Assassinenmaske. Wir sind Jude, hä? Ja komm, nehmen wir die Paladin-Klamotten.
So, wo sind sie denn jetzt? Da, Paladin-Robe. Ne, jetzt habe ich irgendwas Falsches mitgenommen. So, Inventar. Jetzt habe ich doch irgendwas Falsches mitgenommen, ne? Zauberrobe, das kommt wieder weg. So, das tun wir so dann drinne. Sonst noch irgendwas, das ist ja Level 1. Okay, zurück, schließen. So, jetzt haben wir nämlich ein neues Outfit. So, da kann man jetzt Level 2 Helm, Paladin-Robe und Paladin-Handschuhe. Pony. So, das haben wir schon. Und ein Eierkind. Nee, das machen wir nicht. So, sehr schön. So, jetzt sehen wir schon mal aus wie so ein richtiger Kämpfer hier, so ein Wüstenkämpfer. Warte mal, hier war ich doch schon dran, oder? So. Jetzt haben wir alles voll hier. Jetzt gehen wir mal wieder raus und machen weiter mit unserer Quest. Jetzt haben wir nämlich erstmal 10 Minuten erstmal nur Nonsens gemacht. So, kann man zerschlagen. So, und ab in die offene Welt. So, aha, jetzt kann ich aussuchen, wo ich hin möchte. Komm, können wir eigentlich nochmal alles verkaufen? Wie geil das ist, wirklich. So, ah, guck mal, jetzt können wir nämlich direkt noch alles verkaufen. So, Verbrauchsgüter. Nee, das verkaufen wir nicht. Ausrüstung. Was ist denn mit meiner alten Ausrüstung? Ja, Doppelkinn brauchen wir nicht langweilig. Eierkinn, nee, brauchen wir alles nicht. Kram, da können wir, jetzt können wir loslegen. Warte mal, die Liebespuppe will ich behalten, die finde ich ganz lustig. Und den Rest verkaufen wir einfach alles. Ich hoffe mal, dass wir das nicht brauchen. So, zurück. Ausrüstung. Ist ja meine Ausrüstung. Ich hab doch. So, Kleidshelm. Na ja, haben wir schon einen geilen Helm, ne? Ne, lass mal lieber. So, was haben wir denn noch? Waffen. Waffenaufsätze. Level 3. Kostümpflegen. Geht ab Level 6 los. Feinheiten. 50er Jahre. Cartman Resthaare. Verband und Wunde, keltische Kriegsbemalung. Das natürlich, hat natürlich auch was, ne? Für mich als Schalker. Blau-Weiß. Halbling-Perücke. Nee. Lassen wir alles mal so. Gut. Jetzt können wir wieder zurück zur Bushaltestelle. Ich muss erstmal gucken. Wir müssen einmal hier geradeaus zu Craigs Haus. So. Was ist denn da los? Ach, um Himmels Willen. Ein überraschender Angriff von Elfen. So, jetzt sind wir, glaube ich, das erste Mal draußen in dem Gefecht. So, diese Gegend ist voller Gefahren, ja? Ja. So, Angriff erhöht. Ja, toll. Ja, das hast du nun davon, ne? Kriegst du auch? Kein Problem. So, Paladin Butters. Also, heilende Berührung. Die können wir jetzt heilen, obwohl wir gar nicht viel Schaden gemacht haben. So, dann Gladas ran. So kann er einen Gegenstand oder seine Schnellreaktion verwenden und dann angreifen. Wenn er angreift, endet die Runde für ihn. Verwendet als erst einen Gegenstand. Okay, das haben wir schon gelernt. So, jetzt haben wir Butters Hammer. Fähigkeiten. Butter schwingt seinen Hammer gegen einen nahen Gegner, der angepisst wird. Butters trifft alle Feinde, die nebeneinander stehen. Okay, das ist... Ja. Ja, wunderbar. Den ersten haben wir schon down. Ah, ich blute ja. Das ist ja blöd. So, feindliche Angriffe, eine Fähigkeit. Okay, untersuchen. Bluten.
mehr. Schädig am Ende hier der Ecke, kannst du fünfmal. Okay. So, ich soll einen magischen Heiltrank nehmen. Okay. Gegenstand. Stimmt, funktioniert. Ich blute nicht mehr. So, jetzt geht's aber jetzt wirklich, ja. Du hast ein Schild. Jetzt muss ich ja erstmal wegkloppen. Ja, da läuft er weg. Was ist das denn? Angriff erhöht? Das gefällt mir nicht. Ja, du hast keinen Angriff mehr, ne? Komm, verhau du jetzt mal hier den komischen Mönch. Ach so. Sehr schön abgewehrt. Du hast auch noch... Setze einen geheimen Judenkampfkunst ein, um dein Ziel mit einem betäubenden Schlag zu treffen. Okay, ja, ich weiß auch nicht, wie das geht. Das ist wahrscheinlich noch irgendwie ein Trick bei. Ach, der ist wieder geheilt. Ja, gibt es trotzdem nur einen mit dem Hammer. Zack, boah, 43 Schaden, mein lieber Schwan. Jetzt blute ich schon wieder. Na egal, den haben wir ja jetzt down. Können wir da noch irgendwas? 6 und 8? Nee, ja, dann kriegst du das jetzt mit meinem Säbel zu tun. 114 Schaden, du ahnst es nicht. Ja, können wir noch die Sachen von denen einsammeln. So, natürlich Geld, Geld ist immer gut. So, Wiederbelebungstrank, wahrscheinlich auch später wichtig. So, wir gehen jetzt erstmal weiter, hallo. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Wenn du mehr Freunde hast, okay. Ah, ey, da kommen sie ja schon wieder an. Oh, it's on. So, Konterhaltung. Okay, Konter. Konter heißt, ich kann ihn nur mit... Aua, verdammt, ich war gar nicht vorbereitet. Konterhaltung heißt, ich konnte nur Fernkampf machen. Kein Problem. Du kriegst den Hammer der Gerechtigkeit. Okay. Ja, wieso hat das funktioniert, oder? Sehe ich das falsch? Okay, der kriegt also ein bisschen mehr Schaden, der Butters. So, hat er immer noch Konter? Komm, hier. Kriegst du direkt mal. David Schleuder. Okay, Down hat gereicht. Sehr schön. Du kannst dich einmal heilen. Obwohl, den haben wir jetzt auch da, ne? Okay, doch nicht. Oh nein, Butters ist gleich tot. So, nein. Okay, einmal können wir die noch einsetzen. Und Down, sehr schön. So macht man das bei uns mit Elfen. So, alles nehmen. Ja, komm, dich will ich auch noch looten hier. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wo muss ich denn hin genau? Ach, guck mal, ist direkt das erste Haus. Ich bin... Nee, da bin ich. Aber kann ich mal gucken, wer wohnt denn hier? So, Jimmys Garagenschlüssel. Jimmy wohnt hier. Möglichst Jimmys Haustürschlüssel. Ach guck mal, hier kommen wir einfach so dran. So, Heiltrank, Wasserballon, Mönchstonsur. Wer wohnt denn hier? Ja, herzlichen Glückwunsch. I'm actually faster at Facebook messaging than I am at speaking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. Sure is a lot of walking. Okay, sehr schön. Müsste doch eigentlich jetzt da sein, ne? So. Ja. Musst du nicht so blöd tun. Wer wohnt hier? Da kommen wir nicht rein. Kommen wir hier rein. Ach, guck mal.
Ach, da kann man sich wieder draufsetzen. Komm schneller! Geh. Ach schade. Wenn es spritzt, hast du einen Wunsch frei. Okay. Aber ansonsten bringt das. Ach, guck mal hier, was ist das denn? Kann ich da irgendwie. I know exactly what you're going through. schießen, aber ich kann irgendwie. Ja, irgendwie geht das noch nicht. Neue Nachricht vom Butters. Ja. Fick dich, neuer Kleid ist aus Zeit und Räumen verwandt. Das ist, da ich einfach. Soll man das spenden? War das eine Regel für Fallen? Weiß jemand, wie ich das geben soll? Okay. Wir wollen weitermachen. So. Da müssen wir doch eigentlich jetzt sein, ne? Sind richtig jetzt hier? Nee, ist gar nicht. Bei dem Braun im Haus. Ach, da bin ich doch jetzt. Gut. Aber, nichtsdestotrotz, wir haben schon wieder 20 Minuten voll. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen hier noch einen kleinen Cut, auch wenn wir noch nicht viel gemacht haben. Sehen uns aber in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!